Kigli oder Nocturn? Das ist hier die Frage. Willkommen zurück zur Pokémon Blattgrün Edition Part 33. Und ja, wir stehen vor der harten Entscheidung, ob wir uns Kigli oder Nocturn nehmen. Aber ich habe mich schon entschieden, insgeheim, als ich Zeit hatte, dass ich Nocturn nehmen werde, weil ich Kigli mit den von den Attacken her nicht so toll finde. Möchtest du Nocturn, den Meister des Spawns? Boxkampf? Ja. Niklas erhält Nocturn. Möchtest du Nocturn einen Spitznamen geben? Ja, den nenne ich... Rocky. So. Wer die Filme kennt, der wird wissen warum. So. Guck, was ich jetzt mache. Das will ich zwei nehmen. Er sagte ein Pokémon. Schade. Das sind auch die Pokémon, die mir gekämpft haben. Sonst hätte er auch gar keine Pokémon mehr gehabt. Von daher wäre das ein bisschen fies. Gut. Ich soll das auffallen. Nö, brauche ich gar nicht. Einfach mal reinspazieren. Hey, warte, du Champion ins Bild. Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese anstelle von physischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen. Die haben nicht einmal den Hauch einer Chance. Ich habe leider keine Kampf-Pokémon in meinem Team, also... Leitung Sabrina, bisherige Sieger Kanto. Na, ist er wieder zu V gekommen. Er ist dann immer einen Schritt voraus. Dann komm mal her, du. Obwohl Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Arenaleiterin. Wir lassen dich nicht einfach so zu ihr gehen. Psycho Maximilian. Flagman. Schützer. Ah. Trunks wurde verwirrt. Von einer Konfusion. Also ist trotzdem Schlitzer ein. Hahaha. Das ist doch das coolste Pokémon. Oh. Trunks, hättest du dich nicht ein bisschen mehr anstrengen können? Dann wäre das jetzt K.O. Metallklaue. Trunks ist nicht mehr verwirrt. Das kriegst du zurück, Flagmon. Meinen Trunks einfach zu verwirren. So. Och, noch ein Flagmon. Mein Gott. Flügelschlag. Schlitzer. Selbstverständlich bringt hier Flammenwurf nichts, so wie, genauso wie Metallklaue. Metallklaue habe ich eben nur eingesetzt, weil das nur so wenig HP hatte. Trunks erreicht Level 45. Nächstes wird Lamus eingesetzt. Seit 10 Jahren kann ich ihn nicht wirklich gebrauchen in der Arena, deswegen brauche ich für diese Arena auch gar nicht erst trainieren. Chichi oder Sleepy King? Sleepy King. Kopfnuss. Ein Volltreffer. Perfekt. Leider hat das diesen Volltreffer überlebt. Oh, wie viele KP Sleepy King hat. Das ist unglaublich. Das ist auch ein ziemlicher Tank. Ich habe die Konzentration verloren. So, mal eben Trunks aufheilen. Super Trank. Na, ich glaube, ich gebe mal 2 Stück. Das sieht besser aus. So. Ist ja der gleiche, sieht genau gleich aus. Machen die unsere Psy-Kräfte Angst? Ja, ich sehe das schon förmlich. Ich hoffe, ich kann heute Abend einschlafen. Psycho Alex. Kadabra. Ja, da fällt mir nur zu dem Pokémon fällt mir nur der Prozess von Nintendo und Uri Geller damals ein, weil Uri Geller sich gedacht hat, weil Uri Geller hat sich mit diesem Pokémon irgendwie identifiziert, also er hat gedacht, er hat gesagt, ja, die haben mich ja richtig nachgemacht und alles. Dann hat er, weil Uri Geller ist ja dafür berühmt, Löffel zu verbiegen mit seiner telepathischen Kraft oder was auch immer das ist. Und da hat er sich beschwert, dass
die angeblich Uri Geller nachgemacht haben in Form eines Pokémon. Das hat ihn aufgeregt und deswegen hat er Nintendo halt angeklagt. Dann kam es zum Prozess, zum Gerichtsprozess und den hat er dann... Oh scheiße, was habe ich da gemacht? Den hat er dann halt haushoch verloren. Ja, und ich glaube, die ganzen Kosten des Verfahrens sind auf ihn übergegangen. Und ich glaube, und das war auch der Grund, warum man sehr lange, ich glaube einige Jahre oder so, hat man dann auch nicht kaum noch was von ihm gehört. Weil er sich einfach dann zurückgezogen hat. Ja. Es ist doch klar, dass man gegen so eine große Firma, man kann was ausrichten, aber die Chancen sind extrem gering. Und sich wegen so einer Kleinigkeit aufzuregen, ich meine. Na gut, im Japanischen hört sich Kadabra ein bisschen an wie Uri Geller, wenn man ein paar Buchstaben vertauscht. Dann ergibt das fast den Namen Uri Geller, aber naja. Zack, zack. Ich würde das nicht so hart sehen. Zumal das hier alles ja, dass das ja nur ein Spiel ist. Dass er sich da so aufgeregt hat, kann ich nicht nachvollziehen. Flügelschlag. Spieler besiegt, Psycho Alex. Ich glaube es nicht, ich habe verloren. Ach, Spieler besiegt Psycho Alex. Ich habe immer gelesen, Spieler besiegt, also der Spieler wurde besiegt, der Gegner, und dann kam der Name Psycho Alex. Ah, okay, ja, ja. Ja, ja. Das habe ich verstanden. Du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Doch. So wie ich es bis jetzt geschafft habe hier im Let's Play schon. Na gut, auch ein bisschen mit Taktik, das ist klar, aber. Flammenwurf. Aber wird jetzt schön verbrannt. Zauberblatt. Das ist sogar vierfach nicht effektiv, wegen Feuer und Flug. Mann, ist das ein Schlaukopf. Ah, Angriff von Chunks steigt. Kommt selten vor. Kann aber, wenn es mal vorkommt, dann brauche ich es nicht. Nochmal ein Flügelschlag, wie eben beim anderen Kadaver. Das muss eigentlich klappen. Das Piepen, was da immer kommt in den Kämpfen. Warum haben die das eingebaut? Das ist unfassbar. Ich weiß absolut nicht, wie man hier rumlaufen kann. Ich laufe eigentlich immer nur so rum, wie ich lustig bin. Also so, wie ich will. Einfach mal hier lang. Da. Die Pokémon in der Arena von Saffronia City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Das ist ja schön, dass du das weißt. Trunks. Was setze ich denn da mal ein? Ich glaube, ich setze mal einen Schlitzer ein. Ja, Flügelschlag wäre, glaube ich, eine bessere Idee gewesen. Amnesie. Was ist los? Flügelschlag. Gut, Chance ist jetzt auf 46. Ich finde es aber gut, dass wir hier, dass man hier so viele Erfahrungspunkte bekommt. Arg. So, hier lang. Ich hoffe, das ist richtig. Habe ich gegen die schon gekämpft? Nee. Pokémon passen sich ihrem Trainer an. Denn Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Exorzistin Selina. Was will denn hier Exorzistin? In einer Psycho-Arena. Mit einem Geist-Pokémon. Naja. So. Das wär's gewesen. Ich wusste es. Die Augen, so ganz viereckig.
Meine Pokémon müssen stärkere Attacken lernen. Ja, und die Initiative muss ich steigern und das Level muss ich steigern. Eigentlich alles. Sabrina ist jünger als ich. Trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Das sollte man auch haben. Nicht nur vor Eltern sollte man Respekt haben, auch vor Jüngeren. Ah, nochmal auf, nochmal Flammenwurf. Die teilen alle das gleiche Schicksal. Alle Geister werden von dem Flammenwurf in ihren Pokémon zurückgeschickt. Das war ein schönes Alpollo. Als Nachspeise. Das wäre auch geschafft. Wie sieht hier einen nach dem anderen? Ich bin nicht gut genug. Die einzige Herausforderung hier momentan ist wirklich die Erinnerleiterin, weil ich glaube, die war ziemlich schwer. Hier auch ziemlich starke Pokémon dabei. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Die habe ich auch schon gekämpft. Du gegen mich. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Pandora. Ist das ein Name für ein... Na, egal. Warum nicht? Wenn man sein Kind einfach mal nach einem ganzen Planeten. Es gibt Leute, die heißen Paris oder so und... Ja, nach Städten und es gibt halt Leute, die benennen ihre Kinder nach ganzen Planeten. Noch ein Nebulak. Ich kann mal Flügelschlag ein. Ein bisschen Abwechslung hier ins Spiel bringen. Wenn ich Glück habe, steige ich vor Sabrina noch auf Level 47. Ich glaube aber nicht, weil dem Apollo. Alpollo meine ich. Nee. Ich habe nur ein Loch verloren. Ich glaube, ich habe hier jetzt alle Trainer besiegt. Ich müsste jetzt einfach nur noch rausfinden. Ich gehe einfach mal hier hin. Guck mal, wo ich mich... Oh, ich laufe hier echt im Kreis. Ich will doch nur hier raus. Hilfe! Ah, das ist doch Mist. Ist doch alles Mist. Na, geh ich mal hier hin. Na. Ah. Mensch. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Ach, okay. War das das? Nein, das war's nicht. Was? Dieser Teleporter hier? Auch nicht. Dann war es dieser Teleporter hier, der mich noch wieder an den Anfang der Arena bringt. Ja, geht doch. Mein Gott. Ich dachte, ich laufe jetzt hier den ganzen Part nur noch in dieser Psycho-Arena rum. So, ab ins Pokémon Center und dann kann ich die Arena-Leiterin suchen. Hat zwar absolut keine Ahnung mehr, wie ich hätte das war schon immer so. Ich habe mir das nie gemerkt. Weil irgendwie schafft ich das immer dahin zu kommen. Komm jederzeit wieder vorbei. Aber sicher doch. So. Ba, ba, da, 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 dam, bam, bam. Stimmt, ich habe gar kein Psycho-Pokémon in meinem Team, merke ich gerade. Obwohl Psycho-Pokémon auch sehr nützlich sind. Aber außer Abra gibt es hier kein tolles Psycho-Pokémon in diesem Spiel, von daher. Also außer Kadabra, was ja am Ende zum Simsala gemacht wird, aber ich könnte dann nur Kadabra haben und das wäre dann blöde. So, mal gucken. Was passiert, wenn ich hier hingehe? Komme ich da hin?
Und wenn ich dann hier hingehe, komme ich dahin. Und wenn ich hier hingehe, dann komme ich hier hin. Und dann komme ich da. Und da. Ach komm, ich will doch einfach nur zur Arenaleiterin. Ich bin auch so blöd, ich gehe auch, glaube ich, immer den gleichen Weg. Du, 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 du. Du, 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 du. Mein Gott. Ah. Vielleicht gucke ich im Internet, wie man hier weiterkommt. Hat auch keinen Bock, hier den ganzen Tag zu sitzen und zu warten, bis ich irgendwann den richtigen Teleporter treffe. Hier mal in den hier rein. So, einer von den dreien ist es bestimmt. So. Ist der hier? Einfach mal jeden ausprobieren. Wenn wir das weitergehen, dann schneide ich das hier gleich raus. So, ich nehme noch ein paar Teleporter und dann mache ich mal eben offscreen weiter, weil das dauert echt zu lange. Ich will jetzt nicht den ganzen Part sitzen, ich will auch noch gegen sie kämpfen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Und ja, vor der Arenaleiterin Sabrina, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe, ich glaube, 5 Minuten gebraucht, um aus der Arena wieder rauszukommen oder mehr. Bis mir aufgefallen ist, ich kann auch einfach Fluchtseil benutzen. Ja, dann bin ich mit Fluchtseil rausgegangen und jetzt habe ich mir Hilfe geholt und bin wieder 2 Sabrina. Gut, Glurak ist vorne, das ändere ich mal, weil ich wissen will, was sie so hat. Dann tue ich mal Slippiking nach vorne. So. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Leiter Sabrina. Eigentlich Leiterin, aber... So, Kopfnuss. Okay, sehr. Es ist, ich weiß gar nicht, wie stark die ist. Ich hoffe nicht allzu stark. Oh, okay. Das erste Pokémon ist K.O. von Sabrina. Bam, 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 bam. 37. Aber sie hat eine ziemlich, sie hat ziemlich schnelle Pokémon, also die Initiative ist ziemlich hoch. Oh nein, die Verteidigung steigt stark. Okay, jetzt zieh ich, oh nein. Also nochmal die Hälfte, jetzt ziehe ich nur noch ein Viertel, schätze ich mal. Wenn ich ja jetzt nur noch die Hälfte gezogen habe, ungefähr. Ein Schluck fehlt, ahaha, geil. Los, liebe King, Volltreffer. Ja, oder auch nicht. Staffette. Oh, Mod. Oh, Mod. Superschall. Dann setzt die Barriere, lässt die Barriere endlich nach. Flintvolltreffer? Nee. Body Slam. Na, ah, übertragen. Na gut, dann besetzt sich wenigstens nicht mehr beim stärksten Pokémon ein. Ich weiß gar nicht mehr, welches ihr stärkste Pokémon war. Oder? Weiß ich gar nicht mehr. Nee. Psychstrahl. Kann mich auch verwirren. Ja, und es verwirrt mich natürlich, ist ja klar. Es passiert ja auch nur mir. Body Slam. Man lässt die Barriere endlich nach. Psychstrahl. Viel zieht sie nicht, aber ja, ihr Status. Problem, Statusproblem, das jetzt verwirrt ist, aber das macht Relax so gar nicht. Omot wurde auch besiegt. Das hat sie hier noch Pantimus. Psystrahl. Und? Ja. Sag mal, wann lässt die Barriere endlich mal nach?
Oh, sie hat schon nachgelassen, schätze mal. Habe ich nicht gesehen, ob das da schon stand. Simsala, das war also das stärkste Pokémon. Wie viel Level ist das? 43, ich dachte 45, okay. Kopfnuss! Ja, das ist immer Gedankengut. Oh nein, steigt das stark? Ich hoffe nicht. Steigt, okay. Steigt. Los, Kopfnuss! Okay. Das war mal ein leichter Arena-Leiterkampf. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Ich frage mich, warum der Sumpforden war in der Psycho-Arena. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon können sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese TM von mir. Theoretisch könnte jeder die Psychokinese erlernen. Viele wissen es nur nicht. Okay. Das kann natürlich sein, dass ich, es kann natürlich sein, dass, weil Relax hat auch eine ziemlich hohe Angriffsstärke, aber dass es so heftig war, mit einem Schlag gleich. Okay, vielen Dank, dass ihr wieder mit zugeschaut habt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.